Hallo liebe Leute, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Film von mir. Und es ist Sonntag und die Sonne scheint wunderbar. Und dann habe ich mir doch mal überlegt, in einen Zirkus zu gehen. Jawohl. Und zwar in diesen wunderbaren Zirkus. Und was das gegeben hat, das werdet ihr nun erfahren. Jawohl. Allerdings muss ich dazu noch etwas sagen. Und zwar ist es so, die ganze schöne Musik in dem Zirkus, die kann ich nicht übernehmen. Denn die GEMA würde verrückt. Sie würde sagen, die Musik gehört Ihnen doch gar nicht. Haben Sie die selber gemacht? Nein, müsste ich sagen, in keiner Weise. Deswegen mache ich aber aus der Not eine Tugend. Und ich werde die Bilder laufen lassen, das werdet ihr sehen, und werde dazu was anderes machen. Vielleicht andere Musik, vielleicht Glockenspiel, mal sehen, was ich da mache. Und werde dazu etwas erzählen. Und das ist vielleicht ja auch etwas ganz Besonderes. Okay, dann geht's gleich los. Ja, hallo liebe Leute, ich bin jetzt hier im Zirkus Ronelli und habe hier Platz genommen und hier ist es wunderbar. Die Musik, die ist extra von mir gemacht worden, die ist jetzt erzeugt worden im Tonstudio, wo ich jetzt hier den Film bearbeite. Denn wie ich ja schon gesagt habe, die GEMA passt auf, dass keine Lieder abgespielt werden, die andere gemacht haben und für die man im besten Sinne keine Verantwortung trägt. Naja. Ja, jetzt geht die Vorstellung hier los und das Pferd ist vergnügt und hat einen schönen Auslauf. Das ist doch herrlich. Es ist sehr interessiert am Publikum und macht, was es kann. Es ist wirklich schön zu beobachten. Ja, also wie gesagt, normalerweise ist hier herrliche Musik, die hier spielt, aber das geht jetzt nicht. Aber so ist es ja auch mal ganz interessant. So hat man vielleicht eine Zirkusaufführung auch noch nie gesehen. Ja, das ist doch eine schöne Darbietung. Und dann geht es schon wieder hinaus. Und ich bin mal gespannt, was nun kommt. Ja, da kommt eine tänzerische, nein, eine akrobatische Darbietung. Es geht wohl hoch in die Luft. Und da würde ich mal sagen, im Auslaufen des Glockenspiels schweige ich jetzt einfach mal und seht euch das mal in aller Stille an, wo normalerweise Musik herrscht. Aber die kann man sich ja auch vorstellen.
Das war eine sehr schöne Darbietung von hoher Kunst. Ich könnte das nicht so gut, höchstens als Clown. Na, da hätten die Leute was zu lachen. Ja, es ist so, ich habe es mir anders überlegt. Ich denke mal, die Stille ist ganz schön und gut, aber ich finde, das Glockenspiel hat ganz gut zu allem gepasst. Und das begleitet das Ganze so schön. Ich ziehe jetzt das Glockenspiel nochmal auf. Und dann haben wir wieder die schöne Musik, die schönen Klänge. Also sehr dezent und GEMA-frei. Ja, und jetzt geht das hier weiter. Ich bin mal gespannt, was geschieht denn jetzt hier nun? Das weiß kein Mensch. Ah, doch. Es hat was mit Aufräumarbeiten zu tun und damit, dass etwas in Bewegung gesetzt wird. Was nun folgt, oi, Schwert jonglieren, das ist allerhand. Und das wird bestimmt nicht das Letzte sein. Hier werden Stühle nun zu großen Kunststücken genutzt. Ja. Aber das ist wohl nur die Ouvertüre gewesen zu etwas ganz anderem. Und es wird immer erstaunlicher. Wie kann das nur funktionieren mit der Schwerkraft? Meine Güte. Aber hier wird wohl jetzt im wahrsten Sinne des Wortes eins draufgesetzt. Na, das kann man wohl sagen. Oh, meine Herrschaften. Eine große Kunst. Ich bin sprachlos. Also, das wird einem dann geboten auf dem Lande, hier auf einer Wiese, in einer Gemeinde, die gar nicht mal so groß ist. Und im Grunde ist es also eine Weltsensation. Und so ist es ja auch richtig beschrieben. Da braucht man nicht bescheiden zu sein. Und ich will auch gar kein Süßholz raspeln, denn das ist wirklich großartig. Die Schubkarre. Ja, das müssten mal so Arbeiter machen, so in der Pause. Dann würden die Kollegen auf der Baustelle ganz schön beeindruckt sein. Das kann man wohl sagen. Ja, jetzt wird die Schubkarre irgendwo hingefahren. So. Und es geht hinaus und jetzt beginnt was ganz Neues, was ganz anderes. Hier wird eine Darbietung geboten in einer Art Mega-Hängematte. Und wie das aussieht, das sollt ihr euch mal anschauen. Vor allen Dingen schweige ich da mal. Ich ziehe gleich nur noch mal das Glockenspiel auf, damit nicht alles so stille ist. Toll, ne? Glockenspiel ohne Strom. Man hat ja heute kaum mehr was ohne Strom. Aber das hier schon. So.
Tja, das war ja eine wunderbare Darbietung. Ich würde ja gerne sowas immer als Freizeitsport machen, so morgens zum Aufstehen und so weiter. So mit Dübeln irgendwie sowas an der Decke angebracht, wo man dann so toll unter der Decke schweben könnte. Aber das wäre zu aufwendig. Da schaut man es sich lieber im Zirkus an und ist beeindruckt. Und auf Wiedersehen. Mal sehen, was nun geschieht. Ja, hier geschehen jetzt, glaube ich, Aufräumungsarbeiten. Hier muss nun für die neue Szenerie, für die neue Attraktion etwas vorbereitet werden. Und da muss man etwas sauber machen und etwas wieder richtig in den Urzustand versetzen. Ja, und jetzt werden alle Menschen im Sinne des Zirkus bearbeitet. Hui, das kitzelt. Der komische da. Ui, auf die Kamera hat er auch an alles abgesehen. Er hat die Kamera geputzt und hier werden die Leute geputzt. Das ist doch sehr interessant. Das ist ein Extra-Service. Oh, und hier ist das Gerät hinuntergefallen. Und es ist sehr viel Temperament in der Manege. Tja, hier geht es bunt zu. Ah ja, ich muss ja auch noch erwähnen, es ist ein heißer Sommertag. Und der Service des Zirkus, eine Abkühlung, ist sehr willkommen. Wobei die Herrschaften ja eigentlich alles so säubern sollen und andere Aufgaben haben. Deswegen kommt es zu einem Interessenskonflikt. Aber die Abkühlung der Publikumsgäste steht ja im Vordergrund. Oder doch nicht? Ein großes Hin und Her. Neue Besen kehren gut. Das sieht man hier in der Manege, denn es wird ja immer glänzender, immer ordentlicher. Bei aller Aufregung. Oh, was ist das denn da? Eieieiei. Ja, das sind natürlich Sachen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Da wird's turbulent. Ja, und jetzt geht es hier weiter. Und ich bin mal gespannt, was nun geschieht. Hier wird eine Dame aus dem Publikum mit einbezogen. Sie soll wohl, denke ich mal, etwas werfen. Und es soll wohl gefangen werden. Naja, so soll es ja sein. Aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja.
Ja, der Zirkus ist ein wunderbares Familienunternehmen. Und das finde ich so faszinierend, dass eben diese Familie diesen Zirkus betreibt. Und ich muss auch mal sagen, jetzt nach der langen, langen Corona-Zeit, wo überhaupt keine Auftritte mehr möglich waren, überhaupt keine Reisen mehr zu Orten oder Städten möglich waren, um den Zirkus darzubieten, freut mich das so sehr, dass der Zirkus hier auch überlebt hat. Und es ist ja auch eine so alte, wichtige Tradition. Denn man muss sich ja mal vorstellen, damals, wirklich damals, bevor es überhaupt Kinos gab, und ich meine später erst Fernseher, also ich sage jetzt mal Kinos, in einer Zeit, wo es sowas überhaupt nicht gab, da war der Zirkus wirklich der Ort der Unterhaltung, der Ort, etwas Neues kennenzulernen, eine Zauberwelt zu erleben. Und ich bin so froh, dass der Zirkus erhalten geblieben ist. Ich meine, einmal jetzt gesehen, dass von der Corona-Zeit her gesehen, dass der Zirkus überlebt hat. Und dann aber auch, dass der Zirkus überlebt hat, all die vielen Jahre, auch nach der Erfindung des Kinos, dass das alles weitergegangen ist und es weiterhin überall auf der Welt stattfindet und nicht weggegangen ist. Es ist also zum Beispiel ja auch so, da gibt es ja auch die Sache, als der Fernseher erfunden wurde, da hatte man ja auch Sorge, ob das Radio abgeschafft würde dadurch. Und das ist auch so eine schöne Sache, dass es das Radio noch gibt, obwohl es den Fernseher gibt und Internet und alles Mögliche. Und dass der Zirkus ist wirklich eine altehrwürdige Einrichtung. Ja, jetzt sind wir kurz vor der Pause. Und da kommt ein dolles, großes Stofftier hinein. Und das ist ein tolles Ding hier. Man muss sich ja mal vorstellen, man sitzt in der Straßenbahn oder im Bus und dann ist da so ein Mensch in diesem Kostüm. Das ist doch wirklich beeindruckend. Ja, und damit wird die Pause angezeigt. Sie wird bald geschehen. Und dann würde ich sagen, bin ich auch mal gespannt, was in der Pause so geschieht, beziehungsweise ob ich da ein paar Aufnahmen machen kann, was da so Backstage abgeht. Ja, dann wollen wir mal sehen. Ja, jetzt beginnt gleich die Pause. Viele Leute wollen Kontakt haben zu diesem Wunderwesen. Na, jetzt kommt das Wunderwesen zu mir und lächelt mich an. Das ist doch schön. Ein Lächeln am Tag ist doch sehr gut. Hallo liebe Leute, ganz herzlich willkommen im zweiten Teil dieser Zirkusvorstellung. Und hier wird etwas ganz Abenteuerliches dargeboten. Wenn man sich vorstellt, ein Büroangestellter würde jeden Tag so Platz nehmen, wenn es morgens losgeht. Er wäre ein berühmter Mensch im Büro oder in der Einrichtung, wo er tätig ist. Ja, und hier wird wieder hochgestapelt im besten Sinne des Wortes. Ja, hier geht es hoch hinaus, das muss man sagen.
Was? Es ist immer noch kein Ende in Sicht. Noch ein Stuhl! Oh, meine Güte. Ja. Da will ich doch mal klatschen. Ich meine, ich habe ja viel geklatscht, als ich in der Vorstellung war. Aber jetzt bin ich so begeistert, dass ich geklatscht habe, obwohl ich diesen Film hier vertone, nur vertone. Aber da muss man wirklich klatschen. Großartig. Kaum zu fassen. Tja. Das ist eine Weltsensation. Eine Weltsensation, das ist doch... Ich meine, wie Artisten so etwas können, das ist... Ja, das macht einen sprachlos, wie das möglich ist. Boah. Was ist das? Ja gut, vielleicht sind ja mehr Leute Artisten und Künstler in diesen Dingen, als man glaubt. Vielleicht haben viele Menschen noch nicht diese spezielle Nische erkannt, wo sie etwas können, wo die anderen starren. Aber das ist ja dann auch etwas, das herauszufinden, was man so gut kann, dass die anderen nur sagen, ah, und kein Wort mehr rauskriegen. Das ist ja überhaupt für einen Künstler, denke ich. Eine große Freude, wenn er etwas vollführt und vorführt, wo die anderen nur den Mund aufsperren und nichts mehr sagen. Tja, das ist so. Ja, das war eine schöne Darbietung. Und nun kommt ein Tanz, ein schöner Tanz mit artistischen Darbietungen mit diesem Reifen. Und es ist ja so, normalerweise läuft jetzt hier eine fetzige Musik, eine dolle Musik und vor allen Dingen eine berühmte Musik. Und wie gesagt, das geht nicht, denn die GEMA wird wahnsinnig. Aber so ist die GEMA zufrieden. Und ich meine, mit diesen Klängen vom Glockenspiel auch nicht schlecht. Wobei das Glockenspiel jetzt abgelaufen ist. Aber das zeigt den Live-Charakter dieser Filmaufbearbeitung. Ich habe das Glockenspiel wieder in Stand gesetzt. Und nun haben wir diese schönen Klänge zu diesem Darbietungstanz, kann man ja schon sagen. Ja, und jetzt kommt etwas mit vielen Ringen. Und das ist jetzt auch gleich das Erstaunliche, weil, also mit diesem Hüftschwung, dass man den Ring dann so um sich kreisen lässt, das war also zum Beispiel nie meine Sache gewesen. Und jetzt geht die Dame hin und vollführt etwas mit mehreren Ringen. Da überhaupt die Koordination zu haben, ist unfassbar. Ja, gut gemacht. Das ist jetzt aber ein gehöriger Stapel.
Ringe. Da, es wird doch nicht möglich sein, das alles in Bewegung zu halten. Tatsächlich, es ist sensationell. Wie ist das drin? Sagenhaft. Ja, jetzt kommt eine Hundenummer. Der Hund ist aufgeregt. Der Hund ist froh, sich bewegen zu können. Das ist ja nun auch ein bisschen mehr wie nur Gassi gehen. Da hat er ja noch mehr von. Und vor allen Dingen, jetzt sieht man es auch, er wird belohnt. Und das ist natürlich auch von seinem Interesse. Und deswegen geht er hier vor und ist sehr aufgeregt und springt, wie er springen soll. Und noch eine Belohnung. Und so geht das. Und der Hund hat große Freude. Tja, kommt das ja auch so, dass er sich so gut bewegen kann zwischen den Beinen, dann auch, dass das alles gut klappt. Und jetzt werden Hindernisse aufgestellt. Und er springt. Ja, jetzt wird etwas Besonderes vorbereitet. Naja, der Hund kann tatsächlich auf einem Roller fahren, wenn man ihm natürlich hilft und die Spur angibt. Und dann sieht das doch ganz drollig aus. Ja. Ja, das ist interessant. Ich meine, da kann man ja nahezu philosophisch werden. Also, wie das funktioniert. Der Hund bekommt also immer die Belohnungen und macht dann die Dinge. Und das macht ihm Freude, ja gut, er hat die Belohnungen auch im Auge. Und vielleicht muss man mal sagen, die vielen Zuschauer, die da sitzen, und ich bin ja auch einer von denen, man muss sich als Zuschauer mal fragen, inwieweit man als Mensch ja auch so funktioniert. Ich meine, man bekommt gewisse Dinge, wenn man gewisse Dinge macht. Ja, aber das ist ja auch schön, dass man als Zuschauer im Zirkus auch dann solchen Gedanken nachhängen kann, von der Szenerie her. Ja, gut. Der Hund, der geht jetzt auf zwei Beinen. Und es sieht so aus, fast, wenn man das Seil mal außer Acht lässt, er hätte es von eigener Körperkraft her erbracht. Ah, da kommt der Hund auch. Ja, also ich müsste mal denken, dass ich sagen muss, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass ich gar nicht so unglücklich wäre, dieser Hund zu sein, denn der hat irgendwie ein schönes, buntes Leben und neben dem Futter ja das ganze Leckerli und dann noch Leute, die ihm applaudieren. Ja, und jetzt haben wir es mit einer Schlange zu tun. Da kommt eine Schlange ins Spiel. Und das ist natürlich insofern interessant, dass diese Schlange so jetzt an den Leuten vorbeigereicht wird. Viele wollen die Schlange anfassen. Und das ist insofern interessant, weil für viele ist das ja vielleicht eine Mutprobe, die denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, eine Schlange anfassen. Ja, ja. Übrigens, ich sitze ja jetzt hier auf dem Stuhl. Die Musik ist ausgeblendet, außer dem Glockenspiel. Und der gute Mann kommt ja zu mir mit der Schlange. Und da bin ich mal gespannt. Aber mir ist klar, ich habe ja keine Ängste. Ich bin doch auch mal gespannt, wie sich das anfühlt. Eine Schlange. Jetzt bin ich dran. Ja, ganz glatt und kalt. Und völlig trocken. Ja, ich meine, die Schlange denkt sich wahrscheinlich auch, normalerweise kann ich nicht fliegen. So habe ich mal das Vergnügen, ein bisschen Phantasialand zu haben.
Ja, ich hätte auch gerne das als Tonaufnahme gehabt, was jetzt also auch gesprochen wurde am Mikrofon. Aber wie gesagt, da war Musik dabei, die GEMA belastet ist. Deswegen muss ich mir jetzt darüber helfen. Aber jetzt sind wir bei der nächsten Geschichte. Und das ist eine schöne Darbietung, die natürlich normal mit Dollarmusik unterlegt ist. Aber das klappt ja nicht. Deswegen machen wir jetzt hier mal eher etwas, was nicht so, na, nicht so gewaltig ist, sondern ein bisschen weniger krass, nämlich das Glockenspiel. Allerdings, na, geht's da? Ich hatte schon gedacht, das Glockenspiel wäre kaputt. Na, ist es kaputt? Meine Güte, das ist doch schlecht. Naja, was heißt schlecht? Vielleicht kommt es wieder in Gang. Nee, irgendwie ist ja in einem Moment, was nicht so gut ist, obwohl es geht wieder. Ja, da könnt ihr mal sehen, Aufregung mitten in der Filmbearbeitung ist ja auch ganz gut. Ja, das war ja was Tolles. Oder geht es noch weiter? Nee. Im Einzelfall, genau. Hier kommt noch eine Einzeldarbietung. Und das ist nun wirklich, ja, eine Gymnastik, die ich gerne können könnte. Oder aber auch, wo ich Lust zu hätte. Und es mangelt mir ja auch an der Lust, so etwas jeden Tag zu tun. Aber es ist unheimlich beeindruckend zu sehen, wie das dann so vonstatten geht. Und wie das aussieht, wenn das Leute können. Ha, großartig. Ja, auf Wiedersehen und mal sehen, was nun kommt. Hey, da haben wir ja was Unerwartetes. Ein Motorrad in der Manege. Ja, und jetzt geschieht auch was sehr Interessantes. Insofern dieses Jonglieren. Also ich kann es nicht, es ist mir ein Ding der Unmöglichkeit. Also diese Koordination zu haben, es ist sagenhaft. Und ich meine, ich stelle mir auch vor, dieses Lampenfieber zu überwinden, zumindest bis man das so kann, dass man gar kein Lampenfieber mehr hat, dass da doch eine Kugel runterfällt. Aber es klappt. Und das ist natürlich auch eine Art von Nervenstärke. Also ich glaube mal, das ist Können und Nervenstärke, denn das ist wirklich faszinierend. Und jetzt kommt das Ganze auch mit Reifen, mit Ringen. Ja, und schön auch, wie das ist mit den Neonfarben. Das hat man sehr schön gemacht in der Inszenierung der Darbietung vom Zirkus. Das ist also sehr ansprechend. Ja, prima, gut gemacht. Mensch, mit so vielen Ringen. Das ist schon toll. Ja, mit den Keulen ist das natürlich auch genauso eine Kunst.
Tja, faszinierend. Sowas zu können, großartig. Prima, bravo. Ja, und nun kommt die Sache mit dem Feuer. Und ich muss euch sagen, das ist also nicht nur Jonglieren mit dem Feuer, sondern später, jetzt gleich, seht ihr auch, wie Feuer gespuckt wird. Und das ist interessant, wie heiß das da einem wurde im Publikum. Das war ja dann eine Zirkusvorstellung mit allen Sinnen, denn man spürte so richtig die Energie des Feuers. Das kommt gleich. Jetzt geht's gleich los. Da wird ein Getränk gereicht. Das ist aber kein Getränk, sondern das wird dafür benötigt. Ja, und jetzt schaut euch das mal an. Ja, jetzt wird erst noch jongliert. Diese Balance, dieses Balancieren. Dann wird der Schluck genommen. Das sieht vor allen Dingen aus, als würde das wirklich getrunken alles. Das ist ja unfassbar. Und dann, jetzt küttet, würde man in Köln sagen. Noch ein wenig Geduld. Oh, und das wurde so heiß im Publikum, das war ein Dingen. Und dann so oft hintereinander. Und noch einmal. Und wie gesagt, das sieht so aus, als würde dieses Getränk, wirklich getrunken, sagenhaft. Also, das war Illumination, aber eben in Wirklichkeit, das ist keine Illumination, ich meine klar vom Feuer her, aber eben ein Bild mit dem Feuerspein. Ja, und wie immer im Leben hat alles seinen Schluss. Und hier sehen wir bei der Vorstellung des Zirkus, dass die Vorstellung nun wirklich zu Ende geht. Es wird sich so herzlich verabschiedet und ich muss sagen, es war ein sehr schöner Tag im Zirkus, ein sehr schöner Vormittag und es hat sich gelohnt. Und ich bin auch froh, dass ich das alles filmen darf und dass das in Ordnung geht. Und das ist doch so eine schöne Sache, das dann auch festhalten zu können, was da Schönes stattgefunden hat. Mitten auf der Wiese. Ja, und jetzt gleich werdet ihr sehen, dass ich auch einen Originalton einbauen konnte. Und der kommt jetzt gleich. Dankeschön, liebes Publikum, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Das, was Sie alles heute hier gesehen haben, das alles ist aus einer Hand und einer Familie. Das heißt nicht meine Frau, unsere vier Kinder, wohnen direkt diese Tür. Wir kommen von einem großen Zirkusfamilie gedacht, nur sechs Familien, aber es hat leider nicht mehr gereicht. Jeder wollte was von Kuchen haben, also ich, meine Frau, unsere Kinder, uns überlegt, irgendwas müssen wir verändern, das haben wir. Wir haben unseren eigenen kleinen Zirkus eröffnet. Ja, ich hoffe, ich konnte eben meiner Familie heute ein bisschen begeistern, denn sie haben uns aber auf jeden Fall begeistert mit ihren Applaus. Ja, auf Wiedersehen, vielen Dank für die schöne Vorführung, es hat mir viel Freude gemacht und alles Liebe und Gute wünsche ich von Herzen. Ja, René, schaust du mal bitte, steckst du einmal das Karussell ein, das ist einfach, ob das jetzt geht, das war heute Morgen ein bisschen mit Stromausfall, einmal schauen, ob das Karussell geht. Ja, jetzt hat die Vorstellung wirklich ein Ende gefunden. Die Herrschaften, alle, die da waren, verlassen die Manege, verlassen den Raum und alles hat ein Ende gefunden und ist nun im Bereich der Erinnerung angesiedelt. Und das ist doch schön und gut und ich wünsche euch allen, wann, wie ihr das jetzt seht, einen schönen Tag, Vormittag, Mittagabend. Macht's gut, liebe Leute.
Bis zum nächsten Mal. Und was der Film das nächste Mal so bringt, was der Film so ausmacht beim nächsten Mal, das weiß ich ja selber nicht. Macht's mal gut, wir werden es alle in Erfahrung bringen. Tschüss!